Vorstandsmitglied beim KFC Uerdingen, für die Finanzen zuständig hauptsächlich. Unter anderem, ja, genau, richtig. Gut. Ja, 2-1 für Schalke. Gegentore waren wieder grenzwertig, muss ich sagen. Ansonsten haben wir eigentlich ganz gut mitgespielt, oder? Wie siehst du das Spiel? Ja, ich sehe das auch so. Also wir sind deutlich besser im Spiel als noch beim letzten Heimspiel gegen Homberg. Ein bisschen schade, dass wir die Tore zu einfach kriegen. Ich glaube, da waren noch einige gute Aktionen von uns nach vorne dabei. Aber wenn du dann die Dinger dann so einfach hinten kriegst, dann wird es schwierig dann auch gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Aber trotzdem habe ich da noch gute Hoffnung für die zweite Halbzeit. Ja, ein Spiel mal sogar noch auf unser Tor. Das war ja letzte Woche andersrum. Das ist ja traditionell, dass wir auf die andere Seite spielen in der zweiten Halbzeit. Wer mich ja immer beeindruckt, wenn er spielt, ist Levakenia. Also der gibt ja 1000%. Der will unbedingt gewinnen. Ist da eigentlich für die nächste Saison auch noch sowas angedacht, dass er noch so ein bisschen mitspielt, oder steht da schon was fest? Ja, wir sprechen ja mit einigen Spielern aus dem aktuellen Kader und da laufen die Gespräche noch. Mit einigen haben wir ja schon eine Vollzugsmeldung verlauten können. Und Levakenia ist sicherlich auch einer, mit dem wir nochmal spielen, weil ihn in der Oberliga in der Mannschaft zu haben, ist nicht unbedingt das Verkehrteste. Ne? Denke ich auch. Also sieht man ja auch, dass er technisch wirklich ein bisschen was drauf hat. Er hat nichts verlernt von seiner damaligen Zeit in der Bundesliga. Ja, hat ja auch mit Schalke gespielt, deswegen heute. Genau, hat wohl, denke ich mal, dadurch, dass er gegen seine ehemaligen Verein spielt, auch noch mal so eine kleine extra Motivation. Ja, wir erleben wieder durchfeuernde KFC-Fans. Einfach unglaublich, ne? Wir sind zurück in der Grotenburg. Ja, wichtig fürs Vereinsleben, für die Fans. War total wichtig für uns, dass der Zusammenhalt nicht auseinanderbricht. Und, aber auch nicht ganz unwichtig, was den Verein selber betrifft, was die Finanzen betrifft, oder? Klar, also primär, wie du sagst, natürlich emotional für unsere Fans, für uns alle, für die Mitarbeiter, auch für uns im Vorstand. Das war natürlich ein ganz großer Baustein, an dem wir den ganzen Sommer auch gearbeitet haben. Und da sind wir sehr froh und dankbar für, dass wir jetzt mit der Stadt gemeinsam, mit dem Grotenburg Support, das auch das hinbekommen haben. Auch wenn die sportlichen Ergebnisse, vielleicht gibt es ja heute noch was, aber auch selbst wenn die sportlichen Ergebnisse jetzt in den letzten beiden Spielen nicht so toll waren, war das trotzdem erstmal ein gutes Gefühl, ein gutes Erlebnis, ein gutes Gefühl und natürlich auch eine gute Grundlage, du hast es jetzt schon angesprochen, für die kommende Saison, weil das ist natürlich auch finanziell für uns überlebenswichtig. Das haben wir ja auch jetzt des Öfteren schon mal erwähnt, weil die Zeiten, wo irgendwo ein großer Geldgeber dann bei uns vorhanden war oder ein Investor, der diverse Finanzlücken auch dann schon mal füllt, den gibt es nicht mehr. Ja, wir müssen jetzt finanziell in dieser Saison erstmal wieder, wir mussten lernen, erstmal wieder selber zu laufen, sage ich jetzt mal, ja, finanziell gesehen. Und da war natürlich das Anbieten des Auswärtsstadions in Velbert extrem schwierig finanziell gesehen. Also über ein Drittel des Etats ist dafür draufgegangen. Und das haben wir natürlich jetzt nächste Saison nicht mehr. Haben darüber hinaus sogar noch, denke ich mal, mehr Zuschauer hier in der Grotenburg als in Velbert. Und wir haben natürlich auch ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten hier bei uns in der Grotenburg, was sich dann natürlich auch auf die Sponsoreneinnahmen niederschlagen wird. Ja, und deswegen haben wir ja auch in den letzten Wochen gesagt, versuchen wir oder sind auf einem guten Weg dabei, eine richtig gute Mannschaft für die Oberliga zusammen zu bekommen. Aufstiege kann man nie planen und ich persönlich würde also nie sagen, dass unser Ziel der Wiederaufstieg ist. Da muss alles zusammenpassen. Ja, da reicht nicht, eine Mannschaft auf dem Papier zu haben. Da müssen die Fans hinter uns stehen. Wir müssen auch Glück haben, was Verletzungssituationen angeht. Aber ich glaube, man kann die Grundlage schaffen, dass wir eine sportlich gute Saison mal wieder erleben. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, Bescheidenheit ist ein Ziel. Also die Investorenzeiten sind vorbei. Auch die großen Sprüche mit Nobody can stop us oder so weiter. Die haben wir an ACTA gelegt, würde ich sagen. Zielsetzung für die nächste Saison ist halt, eine gute Saison spielen, oben mitspielen. Ne? So formulieren wir es. Also ja, genau. Wir können natürlich jetzt einiges an von diesem Etat, den du gerade angesprochen hast, der eigentlich in die Miete geflossen ist, auch in die Mannschaft stecken. Unser Präsident hat es letzte Woche aber auch angesprochen, wenn du aus der Oberliga raus willst, brauchst du eigentlich eine Regionalliga-Mannschaft oder muss alles passen? Genau, hat auch recht.
Die Tatsache, dass wir jetzt wieder in der Grotenburg spielen, gibt uns auch die Möglichkeit, mit einem vergleichbaren oder vielleicht sogar noch mit einem Tick höheren Etat in der Oberliga zu starten. Wir haben das auch vor Wochen oder auch auf der Mitgliederversammlung gesagt, wir versuchen den Verein wie eine Firma zu führen. Und in einer Firma hat man immer das Ziel, irgendwo mit einem gesunden Wachstum, seinen Umsatz, sein Etat von Jahr zu Jahr immer etwas zu erhöhen. Und die aktuellen Planungen laufen darauf hinaus, dass wir das auch trotz des Abstiegs vielleicht in der Oberliga schaffen. Ja, weil wir haben viele Zusagen schon von Sponsoren, die uns auch treu bleiben, die an unserer Seite bleiben. Wir werden, wie gesagt, mehr Zuschauer im Stadion haben, dadurch auch mehr Einnahmen generieren können. Wir haben letztes Jahr eine enorme Anzahl Mitgliedern dazu bekommen. Und auch im Bereich Merchandising und Fanartikel haben wir jetzt auch viele Sachen gemacht, die auch einen guten Absatz gefunden haben. Und das sind so alles die Säulen, auf die Zukunft des KFC bauen muss. Und das müssen wir Jahr für Jahr weiter ausbauen. Da haben wir jetzt einen Anfang gemacht in dieser Saison. Aber das müssen wir jetzt auch weiter fortführen. Und Grundlage für alles, damit man das erfolgreich fortführen kann, ist natürlich immer die sportlichen Ergebnisse. Ne? Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, das haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Wir haben vielleicht viel im Hintergrund und viele Baustellen vielleicht positiv bearbeitet, auch wir als Vorstand oder auch die Mitarbeiter, der gesamte Verein. Aber was wir nicht geschafft haben, ist der sportliche Klassenerhalt. Das war ein großes Ziel für uns, haben wir nicht geschafft. Aber ich glaube trotzdem war das dieses Jahr oder diese Saison eine wertvolle Basisarbeit für die kommende, um dann auch wieder im sportlichen Bereich besser zu werden. War auch wichtig, um wieder Vertrauen den Fans gegenüber zu schaffen. Das habt ihr auf jeden Fall hinbekommen im Verbund mit unserem Präsidenten Damian Ratz und euch drei im Vorstand. Dafür erstmal schönen Dank, dass ihr das so schön hinbekommen habt. Konsolidierung nennt man das, glaube ich, auch im Neudeutsch. Du hast gerade gesagt, die Sponsoren, da zieht die Grotenburg wieder so ein bisschen. Wie sieht's aus? Wir haben schon einige Neuzugänge verkünden können. Die sind auch relativ ambitioniert, also gute Kicker sind dabei. Zieht das Argument Grotenburg auch in den Verhandlungen, wenn man mit den Spielern spielt? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, nicht nur die Grotenburg, auch so das ganze Umfeld beim KFC Uerdingen, das Stadion, auch die Fans. Ich meine, das kennen wir ja alle, da müssen wir nur auf die Vergangenheit schauen, auch in der Oberliga und sogar 6. Liga. Wenn wir es hier schaffen, erfolgreichen Fußball den Leuten zu präsentieren, dann haben wir auch 2.000, 3.000 Zuschauer immer im Stadion. So, und da ist natürlich der ein oder andere Spieler, der sich einen neuen Verein sucht, der überlegt sich das dann natürlich schon mal, ob er irgendwo, ohne jetzt andere Vereine zu nennen, vor 30, 40 Leuten spielt oder hier vor 2.000, 3.000 Zuschauern. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt im Fußball. Und das hat man bei den Verhandlungen oder bei den Gesprächen schon gemerkt, dass da viele Bock haben für uns zu spielen. Und ich glaube, man sieht das auch. Irgendwo haben wir auch geschaut, wer hat noch eine Uerdinger Vergangenheit oder wer hat auch einen emotionalen Bezug zum Verein und zu der Region. Und so, das war so ein bisschen für uns auch die Maßgabe für den neuen Kader. Ne? Und da fallen mir noch einige ein, wenn ich einen Wunschzettel machen darf. Sag mal ein. Oh, also zum Beispiel so ein paar Kalle-Gewinner wie Maxi Meister zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Jetzt fahre ich mit der Schubkarre wieder. Okay. Ja, vielleicht komme ich drauf zurück, wer weiß. Ja, wer weiß. Dann bringe ich dir was zum Schuhwienern mit. Sehr schön. Ja. Nein, aber das ist schon wichtig, also du hast es auch gerade angesprochen, um in der Oberliga eine gute Rolle zu spielen, brauchen wir einfach auch eine solide und gute Mannschaft, weil da werden auch nächstes Jahr einige Mannschaften dabei sein, die auch oben mitspielen werden, die auch ambitioniert sind. Und wie gesagt, wir versuchen tatsächlich von Anfang an auch irgendwo oben eine gute Rolle zu spielen in der Tabelle. Wir sind ja jetzt hier auch bei der Regionalliga-Übertragung. Vielleicht auch mal ein kurzes Wort heute zur Meisterschaft. Da wird es immer spannender. Gestern Preußen-Münster unentschieden gespielt. Essen heute mit 3 Toren Unterschied gewonnen. Sie sind jetzt 2 Tore vor. Wie meinst du, geht's aus? Wird noch ein heißer Tanz nächste Woche? Ne? Ja, ich muss ganz ehrlich persönlich sagen, also für mich hat rund das Essen nach so vielen Jahren der Versuche mal verdient. Aber in Preußen-Münster fand ich jetzt sportlich gesehen über die letzten Wochen und Monate dann schon doch ein bisschen stabiler. Und wer es dann wird, der Bessere soll gewinnen. Aber ich glaube, letzten Endes ist das Rot-Weiß-Essen, dass sich das nicht mehr nehmen lässt. Jetzt im letzten Heimspiel vor eigener Kulisse, da haben wir jetzt gewonnen, haben eine bessere Tordifferenz. Ich glaube, bei Punktgleichheit. Das heißt, die haben jetzt eigentlich die besseren Karten auf ihrer Seite. Und vor 15.000 Zuschauern in Essen werden die sich das nicht nehmen lassen.
Die werden die Hütte abreißen nächste Woche, nehme ich an. So, jetzt haben wir heute noch den Kalle verliehen, kurz vor dem Anpfiff, an Jovan Jovic. Verdienter Kalle-Gewinner aus deiner Sicht? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, es gab so zwei, drei Kandidaten, die so die Favoriten auch waren. Aber Jovan Jovic hat, glaube ich, eine sehr konstante Leistung gezeigt. In der diesjährigen Saison bei uns Torhüter zu spielen, da kann man sich natürlich auf der anderen Seite auszeichnen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist das nicht immer einfach, wenn du da unten drin stehst und wir hatten Phasen, wo es gar nicht gut lief, wo wir in der Abwehr auch viele Fehler gemacht haben und dann aber trotzdem als Torwart immer noch einen rauszuhauen und immer noch seine Leistung zu bringen, da muss man den Hut vorziehen und von daher absolut verdient. In 5 Jahren 2 Torhüter bei uns gewählt worden, sprich auch Bände, würde ich sagen, oder? Ja, aber das ist auch ein bisschen Oerdinger Tradition. Also ich meine, ich kann mich an ganz wenige Spielzeiten erinnern, wo wir mal ein Torwartproblem gehabt haben. Also wir haben immer gute Torhüter gehabt und so, ja, das ist einfach eine Fortführung einer guten Tradition, würde ich mal sagen. Ja, hast recht, ging mit Kroke los, Vollack und so weiter und so genau, fort. Genau, da gibt es einige Namen, die man nennen kann. Ja. Dann haben wir hier noch die tolle Taste stehen, wollte ich auch noch mal drauf zurückkommen. Mit Sebastian von den Grotenburg Supporters habe ich auch noch kurz gesprochen vor dem Anpfiff. Ja, unglaublich wichtige Arbeit haben die Jungs geleistet, ne? Kann man nicht genug würdigen, oder? Ja, kann man, wie du schon sagst, kann man nicht genug würdigen. Ich glaube, ohne Grotenburg Supporters würden wir jetzt hier nicht stehen, würden wir diese Saison keine Heimspiele in der Grotenburg gemacht. Das war einfach so eine Initialzündung, dieses ganze Projekt, was alle dann auch, das ganze Umfeld mit dazu bewegt hat, auch nochmal sich zu bewegen, ob das jetzt die Stadt ist, ob das auch wir vom Verein sind, alles dafür zu tun, dass es klappt. Und das ist auch ein gutes Argument der Stadt gegenüber, dass wir die Jungs in der Hinterhand haben? Ja, natürlich. Damit hat man natürlich Druck aufgebaut. Wobei ich sagen muss, auch gegenüber der Stadt war das jetzt eine sehr positive Zusammenarbeit, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Auch da muss man sagen, ohne da die Unterstützung der Stadt wäre das jetzt auch hier nicht möglich gewesen in dieser Saison. Ja, muss man ja zwischendurch auch mal erwähnen, denn man kriegt ja auch nicht alles mit, was so läuft. Genau. Wird viel diskutiert in Fankreisen. Richtig, genau. Und wir haben Gott sei Dank auch hier einen Oberbürgermeister in der Stadt, der glaube ich, das kennt man, blau-rotes Herz hat. Aber letzten Endes ist er auch Oberbürgermeister der ganzen Stadt. Kann da auch nicht schalten und walten, wie er möchte. Aber das würde ich auch mal sagen, ohne unseren OB wäre das auch nicht möglich gewesen. Super. Ja, die Jungs kommen wieder aufs Feld. Hoffen wir auf eine gute zweite Halbzeit. Dein Tipp eben. Ich glaube noch, dass wir 2-2 machen. Und wenn wir jetzt hinten ein bisschen sattelfester sind, dann holen wir auf jeden Fall einen Punkt. Erste Tor haben wir endlich geschossen in der Grotenburg. Genau, wollen wir noch jetzt mehr kannst du mal aufwärts gehen.